Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei diesem schönen sonnigen Samstag. Ach schön, total genial. Ja, was machen wir? Die Single-Legung. Ja, und ich hoffe, dass jetzt die Kamera sich nicht wieder ausschaltet, so wie bei eben bei der Spezialpartnerschaftslegung. Das ging hier nur so piep, piep, piep. Ich habe euch lieb, ich habe euch zwar auch alle lieb, ja, aber da war die Kamera danach. Zack, aus. Ja, das ist einfach hier immer wieder live. Ja, und wie heißt das dann so schön? Hoppala. Ja, so sieht's aus. Ja, und jetzt machen wir die Single-Legung und ihr wisst, mein Ritual, ich lasse es mir nicht nehmen. Danke, danke, danke. Abonnenten steigen, das Feedback, was ihr mir immer wieder sendet, die Freundschaftsanfragen über Facebook bei Medium Birgit, ja, total genial und klasse. Ja, freue ich mich auch drauf und auch da mache ich jeden Morgen eine Botschaft unter Medium Birgit und auch das könnt ihr natürlich gerne abonnieren, aber immer so, wie man es selber gerne möchte. Ja, und wir machen heute die Single-Legung und wir gucken, ihr wisst, ich gucke immer in die Themen rein. Mir ist es wichtig, euch weiterzubringen. Ich will euch nicht irgendwas vorleben, so dass ihr nicht mehr selber mitdenkt, sondern ich möchte euch aufmerksam machen auf eure Themen, auf eure Blockaden, Familienthemen, eigene Themen, damit ihr weiterkommt. Und das ist mir wichtig. Und das ist für mich Lebensberatung. Helfen in die Ursache, dass ihr weiterkommt. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und das liegt mir wirklich am Herzen. Deswegen, also, wir gucken da wieder rein. Und ihr wisst ja, mein Lieblingsthema ist immer dieses Wann, Wie, Wo, Jetzt, Ja, So, Punkt, Aus. Und wenn ich bereit bin, wenn ich dazu bereit bin, mich auf was Neues einzulassen, dann geht's nach vorne. Neue Wege gehen, auch immer ganz klar. So, und jetzt gucken wir mal hier, was es uns so sagen möchte, die Single-Legung. Ja, so. Ja, und für diejenigen natürlich auch noch, die mich nicht kennen, mein Name ist Birgit. Ich bin ein Medium der geistigen Welt und ja, ich lasse mich in den Legungen immer komplett führen. Ich bereite hier nichts vor und deswegen, also, und wichtig, wie gesagt, ist mir immer, hört zu, guckt, reflektiert euch selber, damit ihr wirklich auch einen schönen weiteren Weg vor euch habt. Das ist mir wichtig. Schön, glücklich sein. So, gucken wir in das Familienthema. Da waren die Blockaden. Hier ist das Familienthema. Und gleichzeitig noch das eigene Thema. Und hier gucken wir immer nochmal. Ihr wisst ja, ne? Also... Und jetzt sind auch nochmal, es sind die Herbstmärkte. Heute ist super tolles Wetter. Morgen soll es ja auch nochmal schön sein. Also raus mit euch. Geht neue Wege, geht in ein neues Café. Oder wie auch immer, geht irgendwo anders spazieren. Und offen sein. Das ist jetzt wichtig, damit Amors Pfeil trifft. So, und da gucken wir mal, was die Liebe uns für eine Botschaft noch geben möchte. Zwei. Hey, die hat es versteckt. Die vierte. So. Solange sich nicht die Liebe versteckt, ist doch alles schön, ne? So. Ja. Ja. Ja, wir machen da noch eine dazu. Eigentlich wollte ich heute nicht, aber wenn die uns das da oben sagen, machen wir eine noch dazu. Ich wollte nämlich eigentlich nur eine zum Schluss nochmal.
wenn das so sein soll, soll das so sein. So, und auch für die nochmal, meine anderen treuen Zuschauer, die schlagen schon die Hände beim Kopf zusammen, aber für diejenigen, die das Video eben das erste Mal schauen, ich decke immer zum Schluss auf und ich mache dann auch nochmal Fotos und die sind dann auch im Videoanhang drin. Ah, oh, Halleluja. Passt ja auch wieder. Es passt. Ui, ja, es passt. Da ist jemand, der sich auch selbst belügt und betrügt. Und es passt hier auch mit dem Seelengefährten, Heilige Vereinigung. Wunderbar. Ja, also, wir legen los. Blockaden. Hier geht es um unerwiderte Liebe und einen heimlichen Verehrer. Und zwar heißt das hier in den Blockaden, wir blockieren uns dann oft. Manchmal richten wir unseren Fokus falsch aus. Und manchmal ist es eben auch, dass wir aus alten Beziehungen einfach nur noch wirklich erschöpft sind und eben da auch Angst haben, wieder etwas Falschem hinterher zu eiern. Ja? So, und dann macht man sich manchmal wirklich auch zu. Komplett unbewusst. Das ist instinktiv. Instinktiv macht man sich dann zu und blockiert sich, weil man keinen Bock mehr hat auf Verletzung, weil man keinen Bock mehr hat, in einer Beziehung immer so der Geber gewesen zu sein und immer nur investieren, investieren, investieren. Ja? Und das ist eben hier sehr, sehr wichtig. Fata Morgana, dem Phantom hinterherlaufen und hier eben wirklich Kommunikation, immer wieder versuchen, machen, tun. Und das ist etwas, wo man wirklich dann instinktiv sich zumacht und dann unerwiderte Liebe, buff, man macht sich dicht. Ja? Und das ist hier ganz, ganz wichtig, weil im Grunde genommen jeder Mensch kann lieben. Jeder, egal. Jeder kann lieben. Ja? Also es gibt ja Menschen, die so rational sind und sagen dann so von wegen, nee, ich kann nicht lieben. Die machen es dann über Gestiken und Gestiken, Emotionen oder so Anerkennung. Das ist auch eine Form von Liebe. Jeder zeigt es eben anders. Und hier ist von wegen die Anziehung, die Chemie ist nicht stark genug, um diese Beziehung aufrecht zu erhalten. So, die Chemie stimmt dann nicht, unerwiderte Liebe. Das heißt, oftmals wollen wir etwas mit Druck machen und auf Biegen und Brechen und dann kann das Ganze nicht funktionieren. Und dann richten wir auch unseren Fokus falsch und merken nicht, dass da in der Nähe schon ein heimlicher Verehrer oder eine Verehrerin ist. Ja? Und das ist hier eben wichtig. Also in sich selber hineingehen, raus aus den Ängsten zu gehen, weil das sind die Blockaden. Die Ängste, wieder verletzt zu werden und zu sagen, nee, ich kann nicht mehr, ich bin beziehungsmüde, ja, und ich will hier auch keiner Fata Morgana, keinem Phantom mehr hinterherlaufen, ich bin einfach platt, ich bin ausgesaugt, ja. Also hier ist wirklich ganz wichtig, in die Reflexion für uns selber zu gehen und öffnet euch oder öffnet euch wieder. Weil das ist ganz, ganz wichtig. Wenn mein Herz offen ist, dann sende ich eine ganz andere Energie aus, wie wenn ich da wirklich komplett zu bin, kalt bin und nur noch so geduckt und, ne? Also öffnen. Ihr entscheidet, wie weit lasse ich zu und wie weit lasse ich das gehen. Das entscheidet immer ihr, nicht das Gegenüber, ihr selber. Ja? Aber hier, wenn ich komplett zu bin und dicht bin, dann kann eben daraus auch von einem Gegenüber, wo man wirklich denkt, so wow, interessant, nett, toll, würde ich gerne näher kennenlernen, dann kann das genauso. Ihr wisst, meine Philosophie immer wieder der Schildkröten, ihr watschelt aufeinander zu und kurz vorm Ziel, beide in Ängsten und zack, buff, Köpfe rein, dann knallen die Panzer aufeinander.
Das kann nicht funktionieren. Also da muss man sich schon öffnen. Es kann doch nicht mehr als ein Nein geben oder wenn man in jemanden verliebt ist oder sonst was, dass der oder diejenige dann sagt, nee, tut mir leid, aber das passt so, aber mehr ist da nicht freundschaftlicher Basis. Ne? Deswegen, mehr kann es doch nicht sein. Also bitte, öffnet euch, geht raus aus den Ängsten, arbeitet die Ängste ab, damit ihr aus den Blockaden kommt und damit ihr dann wirklich euch wieder komplett öffnen könnt. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und ihr wisst, wenn man dann offen ist, dann kommt ja manchmal eine Liebe so ganz unerwartet plötzlich zu einem, wo man so denkt, so, oh, was ist jetzt los? Ja, also bitte lasst euch darauf ein und geht aus den Ängsten raus und aus diesen Blockaden. Hier ist ganz klar, hier von wegen Wunder, Wunder, in der Beziehung verändert sich was, in die Beziehung, die ihr gehen möchtet, oder ihr habt schon jemand kennengelernt, ne? Dann heißt es hier eben, dies könnte der, die Richtige sein, Wunder, da wird sich etwas verändern. Was ich immer ganz, ganz oft höre, das ist wirklich, und das sind vielleicht auch diejenigen, sorry, wenn ich das so direkt sage, die dann vielleicht auch schon mal bei den Videos Daumen runter machen, lasst es doch erstmal fließen. Und nicht direkt in diese Vision reingehen, ist das der oder die, der neue Partner, mit dem ich eine Familie aufbaue, mit dem ich in eine feste Partnerschaft gehe und. Lasst es doch erstmal fließen. Ihr nehmt euch manchmal selber dann sonst die Luft in das Neue und das ist nicht gut. Fließen lassen, erstmal kennenlernen, ne? Antapsen und dann eben wirklich sich öffnen. Und dann können eben diese Wunder passieren, weil hier geht es wirklich darum, um Familienthema, von wegen immer wieder in einem Kampf sein, immer wieder in alten Thema, Familienthema, hat er was oder hat die was an Geld, hat die einen festen Job, kann die was, hat die was gelernt und. Das sind alte Familienthemen, also geht da bitte rein, fühlt da rein, was wurde denn uns in der Familie rübergebracht, so von wegen, was der Partner, die Partnerin sein sollte, können sollte und. Weil hier ist nämlich ganz, ganz wichtig, dass man da aus diesem typischen Klischee-Denken rausgeht. Hier ist die Empathie, die Medialität, ne? Und hier ist eben dieser Kampf und hier ist eben dieses Finanzielle. Also dieses, was ja auch oft gesagt wurde, oft in Familien, zum Beispiel, mir fällt dieses Beispiel ein mit Künstlern oder so, oh Gott, ein Künstler oder ein Musiker, ist doch nichts, bringt doch nichts und diese Menschen, die eben so in ihrer eigenen Kreativität leben und kreativ sind auch. Also geht da mal rein, weil das ist hier ein ganz, ganz wichtiges Thema für euch, Familienthema, was aufgelöst und abgearbeitet werden soll. Von wegen, ne, hat der ein Fundament, hat der ein Rolls-Royce oder was auch immer vor der Türe steht. Ne? Also ganz, ganz oft, natürlich will Vater, Mutter oder so, die wollen immer, dass die Kinder gut versorgt sind, ist ja wohl auch, ich denke, eine ganz normale Reaktion, weil, ne, das ist auch eine andere Generation. Aber hier ist ganz wichtig für euch, dieses eigene Familienthema, da geht ja immer das eine in das andere über, dass ihr da reinschaut, dass ihr da reinfühlt, dass ihr euch öffnet. Und eben diese alten Manifestationen, die wir eben in uns haben, auch von unseren Ahnen mittragen, dass ihr da wirklich etwas verändert. Und dann kann eben dieses Wunder wirklich dann kommen in der Beziehung, also eine Veränderung. Das heißt, man hat jemanden im Visier und da kann sich eben
etwas verändern und da können dann eben diese schönen Wunder draus entstehen. Das ist hier ganz, ganz wichtig, weil hier geht es in diesem Familienthema immer, dass man sich auch so behaupten musste und um seinen eigenen Weg zu gehen. Also, ne, fühlt da rein, geht da rein, damit das Ganze eben in ein Wunder gehen kann. Im eigenen Thema ist hier auch immer, sich selbst zu belügen, zu betrügen. Auch mit den Gefühlen. Wenn einer im Loop Betrug ist, mit sich selber sich belügt, das ist natürlich nicht gut, weil dann gehen natürlich die Gefühle den Bach runter, ganz logisch, weil man macht sich dicht, ne, man macht sich komplett zu. Man belügt und betrügt sich da selber und man redet sich auch manchmal selber etwas schön, auch das kann passieren. Und da muss man eben hier auch ganz, ganz ehrlich sein. Und hier ist es wirklich, wenn ihr jetzt da auch in dem Thema drin seid, ihr habt da jemand im Visier und ihr gesteht euch aber selber die Gefühle nicht ein, dann ist natürlich klar, dass man sich da selber belügt und betrügt. Dann, ihr wisst, mein Lieblingsthema, Seelengefährte aus der Seelenfamilie. Und es ist, um es nochmal zu sagen, es ist kein Freifahrschein, dass man sagt, in der Realität, im Hier und Jetzt, liebt man diese Liebe. Hat man jeder seine Paketchen ausgepackt? Ja, dann kann diese Liebe auch im Hier und Jetzt gelebt werden. Aber da ist eben wichtig, ne, sich nicht selber belügen und betrügen und da ganz, ganz klar auch zu sein. Diese heilige Vereinigung, hüte deine Beziehung wie ein Schatz, das ist eben im Grunde genommen auch wirklich ein Wunder. Und dieses Wunder kann eben passieren und gelebt werden, wenn man klar in sich ist und sich nicht selber belügt und betrügt und seine Paketchen abgearbeitet hat. Also, hier geht es wirklich darum, im eigenen Thema klar mit sich selber zu sein, sich nichts schön zu reden, sich nichts vorzumachen, aber sich auch nicht zu komplett zu verschließen und so ins Hintergrund zu gehen und um Gottes Willen, hoffentlich merkt der die das nicht. Ja, wie soll das dann funktionieren, ne? Wenn ich da nicht ehrlich mit mir selber bin, nicht ehrlich mit dem Gegenüber bin, ja, wie soll es dann funktionieren? Und das ist hier eben wichtig, weil dann ist man immer in einem innerlichen Kampf drin. Also hier das eigene Thema, nicht belügen, nicht betrügen, ganz ehrlich mit sich selber zu sein, ja. Und eben, es passt eben auch wiederum hier zu den Blockaden, zu den Ängsten, klar, Verletzungen und eben auch gleichzeitig zu dem, was in der Familie immer gesagt wurde, so von wegen Kind, du brauchst aber doch jemand, der für dich sorgen kann, für deine Sicherheit und. Ihr wisst selber, was damit gemeint ist. Also da passt's einfach und auch da eben nicht schönreden. Ganz ehrlich mit euch selber sein, das ist ganz, ganz wichtig. Und keiner ist so ehrlich, wie man mit sich selber eben ist. Ne? Oftmals sagen dann viele da nichts zu oder sie sind nicht so ehrlich, dass sie einem das ganz klar da auf den Tisch legen. Und da bitte, wenn ihr da Themen habt, habe ich euch schon ganz oft gesagt, immer wieder sucht euch eine neutrale Person, ganz wichtig für euch, ja. So, und hier geht es eben, ne, in dieses wie, wann, wo und man könnte jetzt hier in der Karte sagen, in der dunklen Jahreszeit. Ja, natürlich, auf den Weihnachtsmärkten geht ja schon bald wieder los. Wir haben zwar jetzt noch die Herbstmärkte, aber es dauert nicht mehr lange, dann gehen die Weihnachtsmärkte los, aber hier geht es auch wirklich darum, Ängste loszulassen. Also dieses wie, wann, wo kann hier innerhalb von 7 Tagen, 7 Wochen, 7 Monaten sein, hier, ne? Deswegen, also man sollte da aber auch im Einklang mit sich selber sein, hier gucken,
dass man wirklich in einer guten Energie ist. Hier eben im Außen heißt es. Und hier auch die Angst loszulassen. Die Karte passt eben hier wieder. Dieses Öffnen, wenn ihr nicht geöffnet seid, euch steht es nicht auf der Stirn, was los ist, dann hat manchmal ein Gegenüber schon gar keine Lust, jemanden anzusprechen, weil man denkt so, oh nee, der oder die will das sowieso nicht. Da ist schon wie so eine Mauer dazwischen. Also öffnet euch und wie gesagt, ihr entscheidet. Ja, das ist wichtig. So, und hier geht es wirklich mit diesem Wie, Wann, Wo. Es kann sofort passieren, es kann jetzt passieren und innerhalb dieses Zeitrahmens und hier kann es wirklich eben auch, hier ist auch der Monat 10, wenn man so will, aber hier geht es auch darum, wirklich aus einer Lethargie rauszukommen und rauszugehen und in die Öffentlichkeit. Es kommt wirklich in den seltensten Fällen vor, dass jemand eben vor der Türe steht. Deswegen geht raus, geht neue Wege und guckt nach den Möglichkeiten. Guckt vielleicht auch hier nach neuen Möglichkeiten im Außen, dass ihr euch vielleicht da irgendeiner Gruppe anschließt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel gerne spazieren geht oder joggen geht oder walken geht oder. Also auch hier neue Möglichkeiten. Es ist alles möglich. Das ist es. Und hier ist eben dann auch wirklich der Erfolg da, dieses Vertrauen zu haben. Das ist schön. Das ist wirklich toll. Und in der Legung ging es jetzt nicht so wie in den anderen Legungen, was wir ja ganz oft hatten, mit Missbrauch und psychischer Gewalt und ne, all diesen Sachen. Also es gibt es immer noch im Außen genug, brauchen wir nicht drüber diskutieren, ganz klar. Aber hier geht es wirklich jetzt darum, dass man in diese Blockaden wirklich jetzt reinschaut und ganz ehrlich ist. Damit, ich wünsche es euch, dass dieses Wunder jetzt kommen kann. So, und jetzt ziehen wir noch eine Botschaft für alle. Gucken wir mal. Und heute mal hier noch Amor. So. Dann schauen wir doch mal. Wow, auf ewig. Wow, Versöhnung. Jemand aus deiner Vergangenheit kommt erneut in dein Leben. Also, meine Lieben. Vielleicht ist das der heimliche Verehrer oder die Verehrerung. Ist klar. Verehrerin. Ich war schon wieder Schritte voraus. Jemand aus der Vergangenheit. Es kann ja auch jemand sein, der auch eben an den Themen hier gearbeitet hat. Das wäre dann hier dieses absolute Wunder. Jemand, der es jetzt endlich verstanden hat und weiß, worum es geht in einer Partnerschaft, in einer Beziehung. Also schaut, aber bitte nicht selbst belügen, betrügen und eben wirklich genau hinter die Fassade schauen. Und das ist ja eine Botschaft auch für uns alle. Und auf ewig respektiere, die Karte ist, finde ich, so schön. Respektiere den Ort im anderen, in dem all die Liebe wohnt. Respektiere den Ort im anderen, der ewig währt. Die ist so schön. Dieses Respektvolle, ne, ist ja auch immer wieder sehr, sehr wichtig. Ja, Wahnsinn. Sehr, sehr schön. Also Gott sei Dank wirklich Themen, wo ihr reingucken könnt, in die alten Verletzungen aufarbeiten, in die Themen, was uns als Kinder oder als Jugendliche so manifestiert wurde, verankert wurde, wie was zu laufen hat in der Ehe, in der Partnerschaft und, wie die Eltern es vorgelebt haben, wie Oma, Opa es vorgelebt haben und. Das sind ja diese Themen. Also beleuchtet das, geht da rein und hinterfragt und hier, wie gesagt, belügt und betrügt euch nicht selber. Seid immer ganz ehrlich mit euch selber.
Ja, meine Lieben, das war's. Das war die Single-Legung. Und ja, wie im Video davor schon gesagt, ich wünsche euch diejenigen, die Ferien haben. NRW hat ja jetzt Ferien. Aber diejenigen, Entschuldigung, die die Ferien haben, Urlaub haben, wie auch immer, eine tolle Zeit. Und ja, ich war eben schon so erschrocken. In gut 14 Tagen machen wir dann die Tarotlegung für den November. Ja, deswegen, also die Weihnachtsgeschenke rufen schon und die Lichterketten rufen schon. Das ist dann meine Zeit. Und ja, also in 14 Tagen. Aber bis dahin, passt schön auf euch auf und nochmal danke, danke, danke für eure Treue, fürs Zuschauen und Zuhören. Und wenn ihr noch was mehr wissen wollt, ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt. Bis dahin, alles Liebe, eure Birgit.